So. Hi Leute. Alle die gerade in dem anderen Chat waren, aktualisiert nochmal und kommt in den neuen Chat rein. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass ihr irgendwie einen neuen Chat gemacht hat. Falls ihr also im alten schreiben solltet, werde ich es höchstwahrscheinlich nicht sehen. Deswegen einfach mal aktualisieren und in den neuen Chat hineinkommen. Also ich sehe, LOL hat geschrieben, Noskin, Markus, Hunger. Ist das zwar Markus? Ne, ist derselbe. Und der Stream-Admin-Bot. Na, der andere Stream-Chat ist nicht mehr gültig. Gut. Wenn ihr mal Ausrufezeichen Rest in den Chat eintippt, werdet ihr die Gesamtübersicht sehen, welche Medaillen mir noch fehlen. Ich habe gestern wahnsinnig viele Koop-Missionen gespielt. Aus dem Grund, dass ich einfach Bock hatte. Mir war wieder nach. Und heute können wir auf jeden Fall, ne, ich habe super viele Missionen gemacht. Also alles, was einfach so ein bisschen ist, ja. Wo ich euch nicht unbedingt brauche. Ne? Ich brauche euch halt für die schweren Dinge. Ausweichen ist eine gute Mission. Die Frage ist, machen wir das zu, ne, wir machen 80 Runden. Das heißt, wir machen nur zu zweit, okay. Alternative Blutrunde würde ich gerne mit euch machen, Leute. Dummerweise kann man diesen Modus nicht öffentlich machen, ne? Steht hier bla bla bla. Das heißt, ich möchte den mit euch machen. Hier im Stream. Das sind also viele Askiom, Tachchen. Gut, Brickle kann man mitnehmen, man kann halt einen Pool setzen, das geht trotzdem. Deswegen werden wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen auf die Bonus-Rewards geiern. Geier. Blinder Pilot Hyper Knuderix. Dachchen. Hey, Picture Review. Hab falschen Held genommen. Macht nix. Du kannst doch trotzdem im Pool setzen. Du kannst im Pool setzen, kannst Brickle reinpacken plus zusätzlich 2 oder 3 U-Boot. Ich meine damit vernichtest. Nicht das andere Wort. Sowas wie verknuddeln. Sowieso jeden anderen Gegner. Also ist eigentlich völlig Schnuppe. Ich habe gestern tatsächlich ein paar Koop-Missionen mit Randoms gespielt. Alter, die Scheiße, ey. Boah, wirklich. Nix gegen euch. Also, da seid ihr deutlich besser. Zwar gibt es bei euch einige, die nicht so geil sind. Aber, hey. Gibt's halt immer, ne? Man muss ja auch nicht so geil sein. Aber ich dachte mir so, Alter. Boah, weißt du, die kommen rein, haben Benjamin. Und die gehen einfach raus, statt sie einfach mit Benjamin setzen für mich, weißt du? Aber das fand ich sehr, sehr interessant. Ich konnte sehr, sehr viele Missionen alleine spielen. Ohne, dass ich einen Koop-Partner hatte. Und konnte einfach die kompletten Maps komplett selbst nutzen. Leider hat er keinen Benjamin gesetzt. Das ist immer sehr ärgerlich gewesen. Ja, also es ist schon sehr interessant gewesen. Die restlichen Missionen, oder viele der restlichen Missionen, kann ich leider nicht mit Randoms machen. Das funktioniert leider nicht. Weil ich einfach, ja, Leute brauche, die vielleicht mein Hirn haben. Das ist bei den meisten Randoms leider nicht der Fall. So, ich brauche erstmal einen Ninja. Warum habe ich Owen da hingesetzt? Bin ich nicht völlig blöd? Warum steht der nicht ein Stückchen nach unten? Eieieiei. Moin Austria. Na. Ich habe das Gefühl, viele werden im anderen Chat festhängen. Also, Leute. Einfach mal aktuell. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ah, Owen, du bist fett! Naja. Einfach mal einmal F5 drücken oder aktualisieren. Browser Tab neu aufmachen. Und da einfach in den neuen Chat reinkommen. Kannst du mal Feuerreichweite halten? Wir gucken mal. Wir werden jetzt erstmal nach den Rewards gehen. Das heißt, die erweiterten Totems, die wir kriegen. Ich habe gestern tatsächlich sogar ein 004 Insta-Affen aus einer Silberkiste bekommen. Ja, also aus der Silberkiste, wo wir, glaube ich, 30 Totems brauchen, habe ich einen 004 Affenpfleger-Ass bekommen. Man sieht, man kommt auch mit normalen Da ist er. 3 Stück habe ich davon sogar. Man kommt auch mit normalen Kisten an gute Insta-Affen. Ja. Kannst du... Tim, Tachchen, welche andere Chat? Na, wenn du vorher nicht da warst, ist alles gut. Du schreibst im Richtigen, das ist alles gut. L10. Der andere Stream wurde zu einem Video und das gibt dort keinen Chat. Wenn du den Chat offen gelassen hast, wenn du ihn ausgepoppt hast zum Beispiel, dann bleibt dieser Chat hat trotzdem offen. War bei mir genauso. Ich habe 2 Chats dann gehabt. Einmal von einem alten Stream, einmal von einem neueren Stream.
Wisst ihr übrigens, was ich mir auch gestern, ich habe gestern mal so ein bisschen auf YouTube gestöbert, mache ich ja wirklich selten. Aber ich war gestern in so einem richtig, richtig Gammelmodus. Hab gestern wirklich den ganzen Tag fast nichts getan, außer BT6 zu zocken und Streams zu gucken. Also ich war richtig eine faule Sau gewesen. Muss man sich halt auch mal gönnen. Hab mir ein bisschen eine Peric angeschaut, ne? Gurke for, ehemals Gurke for Life auf Twitch. Jetzt heißt er Peric. Ein bisschen seriöser. Ich würde sagen, ich habe Bock auf einen Sniper. Ich werde den jetzt nicht killen können, den, das macht auch nichts. Den. Den Leadbloon. Und habe gestern auf der YouTube-Startseite neue interessante Videos gefunden. Die meisten sind halt 99,99% sind ein Müll. Habe aber tatsächlich einen YouTuber gefunden, Gebrüder Lange, glaube ich, heißen die. Die sind halt viel mit Metalldetektor unterwegs und das fand ich so unglaublich interessant, dass ich mir gestern tatsächlich einen bestellt habe. Willkommen bei Mini Hunters V2L1010. Vielen Dank für deine Unterstützung, mein Lieber, meine Liebe. Und ich kriege morgen einen Pinpoint, also keinen richtigen Metalldetektor, wo man im Stehen. Ah, ist doch ärgerlich, ey. Na, ich kann es mir nicht leisten. Gib mir Geld. Ah! Ja gut, dann halt nicht, ne? Los. Ein Pinpoint, das ist so ein kleiner Handdetektor, ja, also nicht so einen großen, der sehr auffällig ist, sondern ich fühle mich da doch noch ein bisschen unwohl und habe mir diesen geholt. Und der Typ war halt auch auf Spielplätzen unterwegs, natürlich würde ich das nicht tagsüber machen, das werde ich eher, wenn die Dämmerung eintritt, unternehmen. Aber ich bin gespannt, Leute, ich bin echt gespannt, was daraus wird. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal so einen größeren, aber jetzt ist, ich finde, es ist auch ganz cool für die Kinder, also für die Kids, die ich betreue, wenn ich denen das Ding in die Hand drücke und sage, ich such. Ja. Wir haben übrigens noch 5 Runden bis zu einem, bis zu einem Wehrmoab. Bin ich irgendwie nicht so viel dafür. Ja, genau, auf jeden Fall P2. Du brauchst ein bisschen mehr für deine U-Boote, ne? Ja, ich bin total gespannt. Ich bin echt gehypt seit gestern. Ich kann auch nicht aufhören, diese Videos zu gucken. Ah, herrlich. Kannst du mal zeigen, welche Erfolge du noch nicht gemacht hast? Jedes Mal, wenn ich den Community Hub lese, sehe ich jetzt mal Pornhub oder so, Alter. Das ist so eine Kopfübersetzung. Wo ist deine. Na, das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Da brauchen wir gar nicht lange versuchen. Das hätte keinen Sinn gehabt. Der Moab wäre einfach durchgerusht. Diese Achievements fehlen mir noch. Sapeur, das ist halt die fast bei jedem fehlen. Er hatte 500, Zugang zu 500 Rennen. Sollte ich auch nicht allzu weit entfernt sein. Hier auf Steam steht der Fortschritt tatsächlich nicht. Es steht nur in-game. Das ist verbuggt. Das ist schwer. Das ist machbar. Sollten wir demnächst auch mal angehen. Das ist verbuggt. Und die versteckte Errungenschaft ist Joshs Konstante. Sollte die wirklich im Spiel drin sein. Ich habe das Ding immer für nicht existent gehalten, weil ich es nur im Ninja Kiwi Forum gelesen habe. Ansonsten fehlt tatsächlich nur 3, 6, 8 Erfolge. Hey Doc, ich werde sehr lange nicht dabei. Hoffentlich bist du nicht böse. Nö, nö. Welche Bloons hast du? Alle. DDTs am meisten. Moin Jace. Was ist der beste für 3000 Affengeld? Benjamin für 5000. Brauchen wir nicht lange fackeln.
Kannst du mal sagen, hey Travis, hey, I love Pokémon, Lamas geht Dachchen. Ich bin gerade ein bisschen hinterher im Chat gelesen. Ich habe gerade ein bisschen anderweitig schwadroniert. Moin Dashi! Na? Ausrufezeichen Dashi? Und ich bin echt total hyped drauf, wirklich. Ich bin da total angefixt. Endlich am Montag, also morgen kommt er. Und das heißt, am Morgenabend werde ich, wenn es dunkel ist, einfach mal auf die Spielplätze gehen. Und da nach Münzen, Schmuck suchen und Co. Und das werde ich alles sammeln. Mir fehlt bei dem Opfer, jeder Turm hat noch einen Turm, aber jeder, ja, wie gesagt, ist verbuggt. Weiß nicht, woran es liegt. Hey, ich bin neu in dem Spiel. Ich frage mich, warum meine Skills nicht funktionieren, wie zum Beispiel, dass man sein Schild in Level 3 hält. Hast du sie denn im Affenwissenbaum geskillt, Miro? Moin, Flodo. Und du musst natürlich das Affenwissen einschalten, selbstverständlich. Wenn du auf Affenwissen gehst, kannst du es unten links ein- oder ausschalten. Wenn im Hauptmenü das Affenwissen unten rechts rot ist, ist es deaktiviert. Ist es grün, ist es aktiviert. Oder halt, wenn du auf Affenwissen draufklickst, unten links. Es gibt da irgendwo einen farblichen Indikator, der dir zeigt, ob es an ist oder nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Oboe. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Der hat noch Brittle dazu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben einen Sniper. Wir haben mittlerweile einen 024 Sniper. 025 würde mir noch ein bisschen mehr gefallen. Hey Gunnar, Tachchen Liam. Wie lange spielst du schon bloß mit dem ersten Teil? Ich habe angefangen 2015 mit BTD 5. Dass ich die anderen Teile gespielt habe, ist lediglich für mein angespielt Projekt gewesen, weil BTD 1 bis 4 kannst du nicht als BTD sehen. Das ist halt, naja. Ist halt ein Browser-Game, ne? Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, endlich dann meinen Metalldetektor zu bekommen. Ich habe da schon echt lange Lust gehabt. Aber gestern habe ich dann tatsächlich, habe ich einfach bestellt. Ja, einfach bestellt auf dem Spielplatz da, einfach ein paar Münzen und so weiter. Sammeln. 10 cm Tiefe hat dieser Detektor. Da muss ich da auf dem Boden rumkrauchen, aber es macht mir tatsächlich erstmal nichts aus. Ich bin gerne auf den Knie, ich arbeite gern per Handarbeit. Und ja, ich bin gespannt, was ich finde. Echt. Vielleicht irgendwelche Autos, ja. Ich find's auch cool, ne? Gebrüder Grimm will ich die ganze Zeit sagen. Gebrüder Lange heißt der Kanal. Mach ich doch gerne Werbung für, weil das ist echt fesche Dudes. Die haben da sogar auf dem Spielplatz auch Autos gefunden, Metallautos halt. Und statt die mitzunehmen, haben sie die einfach hingestellt, damit sie das nächste Kind das nehmen können. Das finde ich voll süß. Also man könnte es auch tagsüber tatsächlich machen, aber ich glaube in einer Großstadt wie Berlin würde ich etwas, naja, Misstrauen auf mich ziehen. Deswegen traue ich mir es tatsächlich am tagsüber noch nicht. Die meisten Mütter sind sowieso auch Furien. Ja. Aber ich habe auch, oder in den Videos, der macht es ja auch, der macht es ja, hat da seinen Kanal dafür. Er macht es ja auch und da sind aber super, super viele Zuschauer dabei. Also, Zugucker, Kinder, Erwachsene und so weiter, die sich dafür interessieren, was er macht. Und das finde ich aber voll süß, wenn die Kinder dann, sich so über 10 Cent freuen, die er denen gibt. Das ist voll niedlich. Das war noch coole Zeit bei BTD5, ja, aber ich möchte ganz ehrlich nicht mehr zu BTD5 zurück. BTD5 war einfach nur, im Vergleich zu BTD6, zum Kotzen. Welche Truppe findest du zu stark und welche zu schwach? Zu stark ist das U-Boot, zu schwach ist der Eisaffe, finde ich. Guten Morgen, Yannick. Mir geht's sehr, sehr gut an diesem wundervollen Morgen. Ich habe endlich meinen Urlaub überstanden. dafür, dass ich ursprünglich so viel streamen wollte, habe ich tatsächlich nicht wirklich viele Streams gemacht. Ne? Angespielt zu streamen habe ich derzeit keine Lust. Andere Spiele zu streamen auch tatsächlich nicht. Ich mache lieber Videos. Und BT6, ja. Wir haben ein paar BT6-Streams gemacht die Woche. Am 5., am 1. Das war's, glaube ich, auch schon. Ja, also insgesamt 3 Streams haben wir gemacht diese Woche von BTD6. Aber tatsächlich waren wir nicht nach mehr. Und ich bin froh, morgen wieder arbeiten gehen zu können. Oh, das war so ätzend gewesen. Ich hasse Urlaub. Und was meinst du, wie lange du noch Blut spielst, bis ich es durch habe? Moin, Fokemsch. Moin, geil. Das stimmt, BT5 übel schlecht. Naja, es war nicht übel schlecht, aber im Vergleich zu BT6 ist es halt nicht gut.
An sich war es okay. Aber jetzt, wo ich BT6 sehe, ist natürlich BT6 deutlich, deutlich besser. War noch 6000 für Elite-Verteidiger. Die werden wir uns noch kaufen, dann ist eh alles vorbei. Dann haben die Gegner, haben sie verkackt. I love Pokémon Hype, ich denke mal so lange, wie es ihm noch sprach. Achso, ja. Moin Michael, moin Katrin. Wie einfach keiner auf das Sonnenlauf eingeht. Ach, keiner. Alle keine Detektive, keine, die was entdecken wollen. Finde ich interessant. Gut, ist ja auch richtig so. Wenn ich noch mehr. Oh verdammt. Nein! Ich hab den Baum gerockt! Oh, Kacke! Das war nicht mit Absicht. Moin Yolo, Tachchen, moin Darkness. Der stärkste Held ist Benjamin. Weil er einfach dir am meisten Geld bringt, womit du neue starke Türme setzen kannst. Danke sehr. Reicht schon. Elite-Verteidiger und los geht's. Na Gott, ey. Bin ich ein Mongo. Moin Laser, du hast ziemlich viel verpasst. Und zwar ganze 18 Minuten. Ich habe über mein neues Hobby, das Sondeln, gesprochen. Mit einem Metalldetektor. Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber ich bin total hyped drauf. Guten Morgen, Janis. Und bis welchem Teil vielleicht Bloons 9? Solange ich Bock habe. Moin, Noah. Dachte Nikolas, wie findest du das Game Bloons Tower Defense Battle? Finde ich nicht gut. Erstmal ist es kostenlos. Kostenlose Spiele finde ich jetzt eh nicht mehr allzu geil. Ist halt ein Mobile Game, okay. Aber grundsätzlich finde ich kostenlose Game nicht mehr. Da kann ich halt nicht mehr allzu viel erwarten, ne? Was sagst du zu dem 204 Flieger? Was denn? U-Boot oder Fliegerass? Wahrscheinlich meinst du den hier. Ja. Wobei ich wahrscheinlich eher 024 nehmen würde. Weil das obere, die Pfeile, das ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass er auch noch Tarns kaputt machen kann. Dann ist er eine absolute Maschine. Hi, jetzt habe ich mal nicht so viel verpasst, hoffentlich. Wie geht's euch denn allen so? Mir geht's gut, Marcel und dir. Moin, Enrico. Ach, und wir haben die erste Runde geschafft, Leute. Erste Runde Alter Blumen. Und ich habe es geschafft mit euch. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wie gesagt, 80er Runden werde ich leider nur noch zu zweit spielen können. Es tut mir leid, aber dafür geht es schneller und ich verliere lustig an Koop. Ich habe es abgewogen und gesagt, okay, könnte ich mal allzu viele mitspielen. Das ist leider so. Dafür macht mir das weiterhin trotzdem viel Spaß. Denkst du, es ist möglich, auf der Map vorbereitet, im Schimpansenmodus zu gewinnen? Es haben schon Leute geschafft. Es ist allerdings nicht so einfach, weil du wirklich Mathematik anwenden musst. Das ist nicht so einfach. Du musst halt berechnen, in welcher Runde 63 zum Beispiel müssen die Türme da und da und da stehen. Und du musst halt entsprechend berechnen, wie sich das Rad immer dreht. Also es gibt Leute, die haben es geschafft. Ich tatsächlich würde es wahrscheinlich nicht schaffen. Außer mit Videoanweisung, was ich irgendwie langweilig finde. Vorbereitet ist eine super, super schwere Map. Und ich weiß nicht, warum sie keine Experten-Map ist. Keine Ahnung. Erst Kim, vielen Dank fürs Mitspielen. Und haben wir eine neue Kiste? Nope. Na, aus der hier habe ich das 004 Flieger Ass bekommen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich habe echt ohne Punkt und Komma geredet.